Ja, zunächst einmal 1862 München. Herzlichen Glückwunsch zum 150. Geburtstag. Alles Gute natürlich und ich hoffe, dass es sportlich aufwärts geht, dass wir irgendwann einmal in der ersten Liga sind. Davon träumen wir ja alle, aber ich denke, dass ich das vielleicht in der nächsten Saison realisieren lässt und das wäre vielleicht mein Geburtstagswunsch an den Club. Ja, mit 60er verbindet man natürlich schöne Zeiten. Ich spiele ab und zu noch in der Traditionsmannschaft mit den 60er. Das macht Spaß mit den wirklich noch erfolgreichen. Ich meine, ich würde nicht sagen, dass die jetzt nicht mehr so erfolgreich sind. Im Moment läuft es ja nicht so gut, aber mit Leuten wie Martin Max oder Bernd Winkler zu spielen, das macht natürlich schon riesen Spaß. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich ab und zu mit denen mal mitkicken darf. Bremer dann über alte Zeiten natürlich auch. Ja, Grünwalder Stadion, ich habe selbst als Bub einige Male im Grünwalder Stadion gespielt. Wir hatten da immer das Vorspiel, wenn die ersten Mannschaften gespielt haben. Das war traditionell. Das war eine ganz tolle Zeit, aber ich glaube, die Träume Grünwalder Stadion, toll wäre es natürlich, aber ich glaube, das müssen wir vergessen. Wo die 60er letztlich dann die nächsten Jahre spielen werden, das werden wir sehen. Wer das Spiel vom Olympiastadion kriegt, war vielleicht nicht schlecht. Allianz Arena, ja gut. Wenn mehr Zuschauer kommen, ist super. Bei weniger Zuschauern ist es wieder weniger schön, da in der großen Arena zu spielen. Aber naja, vielleicht, oder? Wir wünschen uns zum Geburtstag ein schönes Stadion. Vielleicht finden wir einen, der unser schönes Stadion baut. War doch toll. Vielleicht finden wir einen kleinen Sponsor, der irgendwo in der Peripherie München irgendwo ein schönes Stadion baut für schnuckelige 25.000, 30.000 Zuschauer. Das hat uns ja gelungen. Das war doch was. Nochmal, alles Gute zum Geburtstag. 60er.